Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir sind hier in Vale Dale, müssen noch zwei Quests annehmen und dann hoffe ich, dass wir in dieser Folge noch nach Firegrove kommen, denn ich habe vor, ein Pferd zu kaufen in Firegrove. Ja, nur in Firegrove. Außer es kommt mir irgendein anderes tolles Pferd jetzt in die Quere, aber ich glaube nicht daran, dass es so ist. Und wir sprechen jetzt erst einmal mit Claire, denn ich muss mich tatsächlich ein klein wenig beeilen, dass ich das in dieser Folge noch schaffe. Ich bezweifle schon fast, dass wir es in dieser Folge schaffen, aber ich guck mal, was sich da machen lässt. Vale Dale Stall, ganz genau. Hey du, Claire ist mein Name. Hast du Lust zu arbeiten? Nee, wir haben keine Zeit zu arbeiten. In diesem Fall bist du hier genau richtig. Schau dir die Tafel an und sieh, womit ich Hilfe brauche. Genau, genau, bla bla. Vale Dale Strecke. Oh mein Gott, eine Reitstrecke, wie cool. Ob es hier eine Reitstrecke gibt? Na klar, wir haben eine tolle Geländestrecke in Vale Dale. Sie befindet sich östlich von Tal und wird von Herrn Anderson gewartet. Sprich mit Herrn Anderson, der ist da. Okay, wir müssen sowieso in die Richtung. Aber wir machen hier keine Arbeiten. Obwohl ich weiß, ich müsste das tatsächlich alles mal machen. Ich glaube, ich muss mir auch mal so ein, zwei Folgen, vielleicht immer mal so im Monat dafür Zeit nehmen, tatsächlich mal diese ganzen Stallarbeiten überall zu machen. Wäre vielleicht ganz gut eigentlich. Müsste man mal schauen. Ich will nur mal ganz kurz in den Shop hier reingucken. So, was haben wir denn hier? Was gibt's denn? Oh, eine schöne gelbe Hose. Was gibt's denn hier noch? Nicht ganz so schön. Das sieht nett aus. Oh ja, das sieht echt nett aus. Aber ich glaube, hier gibt es nicht so wirklich viele Sachen, die mir richtig gut gefallen. Schade eigentlich. Okay. Alles klar. Nur mal kurz reingeschnuppert. So, jetzt sprechen wir noch. Mit dem wir noch sprechen sollen. Hab schon wieder vergessen, da vorne. Wer das war. Das war doch diese Frau Sunbeam oder irgendwie sowas. Da, wo die ganzen Leute stehen. Lasst mich durch. Ich möchte auch mit ihr sprechen. Ach, mit der haben wir doch schon mal hier die Weihnachtssachen da gemacht. Mandy, auf dich habe ich gewartet. Boah, ich wusste, dass du kommst. Oh, Alex hat mir eine SMS geschickt. Also erzähl mal, was los ist. Okay, ich verstehe. Die Baroness scheint stark involviert zu sein, sonst hätte sie Linda ja freigelassen, als ihr dort wart. Zur gleichen Zeit scheint sie etwas aus ihrer Vergangenheit zu verstecken zu versuchen. Ich glaube, dass diese zwei Tatsachen eng miteinander zusammenhängen. Die Silverglades waren eine mächtige Familie, die sozusagen über ganz Jorvik regiert hat. Und bis zum heutigen Tage habe ich die Mitglieder dieser Familie einflussreiche Positionen im Jorvik-Stadtrat. Die Silverglades sind daran gewöhnt zu bekommen, was sie wollen. Bist du über etwas gestolpert, das sehr viel komplizierter ist, als du gedacht hättest? Bist du bereit, dazu weiterzumachen und uns zu helfen, Mandy? Das klingt alles ein bisschen seltsam übersetzt irgendwie manchmal. Aber das kennen wir ja nicht anders. Gut, wir werden dich brauchen. Was mich am meisten bei der ganzen Sache stört, ist, dass Sabine involviert ist. Warum das so ist, kann ich dir noch nicht sagen. Was es ist, dass sie von Justin wollen, das frage ich mich allerdings auch, was die alle von Justin wollen. Der einzige Weg, diese Frage zu beantworten, ist herauszufinden, wer dieser Herr Sandman ist, der anscheinend Justins Großvater ist. Ich hätte da eine Idee, Elizabeth. Wie wär's, wenn wir nach Firegrove gehen? Da soll er doch wohnen. Ja, komm, los. Bevor du jetzt deine Recherche in Firegrove fortsetzt, yay, da müssen wir doch sowieso hin, würde ich dich noch gerne um einen Gefallen bitten. Das mag dir jetzt komisch vorkommen, aber es gibt einen Grund, warum ich dich darum bitte. Du wirst diesen Stock brauchen. Ein Stock. Okay. Hast du die Runensteine gesehen, die am Hügel hinter dem Haus stehen? Was du jetzt machen musst, ist, dich vor jeden einzelnen dieser Steine zu stellen und dich zu konzentrieren, während du dieses Artefakt in der Hand hältst und dir intensiv das Muster anguckst. Ah, da habe ich schon mal von gehört, von diesen Steinen und diesem Muster. Das bringt doch auch, das ist auch irgendwie sowas wie Wiederkehrendes, was man da jeden Tag machen kann, kann das sein? Komm zurück, wenn du mit allen Runensteinen gemacht hast und lass mich wissen, ob du irgendwas Ungewöhnliches gefühlt hast. Okay, da gibt es einen Helm für. Sprinten? Plus eins. Nimm mir schon wahrscheinlich. Okay. Das machen wir tatsächlich jetzt mal.
Wobei, wie gesagt, ich glaube, das wird erst im nächsten Video was mit den Pferde kaufen. Wird sonst ein klein wenig knapp, habe ich das Gefühl. So, das hier ist so ein Stein. Merlin. Und jetzt? Kann ich den irgendwie... Kann ich den einsetzen? Oder so? Nicht wirklich. Aber das ist doch hier so ein Runenstein. Ja, oder ist der da oben? Und das ist nur so ein kleiner Anfangsrunenstein. Ich gucke trotzdem mal in den Shop. Was gibt's denn hier noch für einen Sattel? Ach, grün. Ich mag grün eigentlich ganz gerne. Aber nicht unbedingt jetzt so fürs Pferd und so. Das ist irgendwie nicht ganz so... Nicht ganz so mein Geschmack. Okay, ich guck mal oben. Vielleicht steht da oben der richtige Runenstein. Mal schauen. So genau habe ich mir das hier ja noch nie angeguckt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der hier ist. Jawohl. Ach, hier sind sogar mehrere. Okay. Wir schwingen den Zauberstab. Und einer aktiviert. Sieht aus wie die Name von Harry Potter. So, was haben wir denn hier? Einen wundervoll geschnöckelten Mond. Aktiviert. Und hier eine Sonne. Schwing, schwing. Und sie leuchtet auf. Und, ach da. Oh mein Gott, das ist doch ein Pentagramm. Ich weiß nicht, ob wir das Pentagramm wirklich aktivieren sollen. Das ist ein böses Zeichen. Gut, wir tun es. Aktiviert. Obwohl, ich habe jetzt auch schon mal in der letzten Zeit gelesen, dass dieses Pentagramm eigentlich gar nicht ein böses Zeichen ist. Das wurde nur zu einem bösen Zeichen gemacht. So vom Teufel halt und so. Eigentlich ist es gar nicht so wirklich böse, weil Pentagramm hat ja theoretisch auch was mit Hexen tatsächlich zu tun und sowas. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau erklären, weil es ist echt schon lange her, dass ich mir das angeschaut hatte mal, diese Bedeutung davon. Aber es muss nicht unbedingt was Böses heißen. So, ich habe fertig geschwungen. Also erzähl mal, was passiert ist. Sie haben alle zu glühen begonnen. Das ist sehr beachtlich, Mandy. Das ist das erste Mal, dass jemand... Ich meine, danke für deine Teilnahme. Tust mir einen Gefallen und behältst das für dich? Du kannst es Alex erzählen, wenn du unbedingt willst. Sie ist auch ein Mitglied von uns. Den Bewahrern von Aideen. Das ist alles, was du wissen musst. Okay, ihr seid alle Hexen, oder? Amen. Firegrove, du solltest dorthin reiten und die Bewohner befragen. Vielleicht wissen sie, wer dieser Mann wirklich ist. Es gibt eine Abkürzung, die durch die Berge führt. Der Weg könnte ein wenig schwierig zu finden sein. Er befindet sich im südöstlichen Teil der Geländestrecke. Okay. Ja, das schaffen wir aber nicht mehr. Schade, schade. Aber dafür kann ich euch sagen, das nächste Mal, in der nächsten Folge, da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, werden wir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz bestimmt, nee, das kann ich euch sogar versprechen eigentlich, in der nächsten Folge machen wir das Pferdekauf-Video. Das schaffen wir locker, da ich jetzt dahin reiten werde und nochmal schnell die andere Quest annehme. Und dann sind wir gleich in Firegrove. Das ist dann natürlich auch ein kleiner Vorteil, dass wir dann richtig schön von vorne beginnen können. Und so aussuchen können und so weiter und so fort. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, mögt ihr überhaupt so Pferdekauf-Videos? Oder sagt ihr, so lange Pferdekauf-Videos sind irgendwie doch ziemlich öde. Ich mag lieber die ganz normalen Star Stable-Videos. Kann ja auch sein. Ich weiß gar nicht, wo die Abkürzung lang geht. Gar keine Ahnung. Na egal, wir nehmen einfach den normalen Weg. Und ja, gebt mir doch da einfach mal Bescheid. So, Moment. Aber hier war doch... Achso, da ist der Anderson. Da habe ich echt keine Ahnung, wie man da hinkommt. Kommt man hier so querfeld ein? Also ich kenne mich doch hier, hier verlaufe ich mich doch in diesem Megawald. Ich gucke einfach mal. Einmal gucken kann ja nicht schaden. So.
Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist eine sehr schöne Gegend hier. Aber ob ich wirklich da hinkomme, wo ich hin will, das ist die andere Frage. Wir haben ja keine Bergziegen hier. Okay, jetzt kannst du mal ein bisschen langsamer. Oh, ich glaube, wir haben einen guten... Ich glaube, wir haben den richtigen Weg gefunden. Wahrscheinlich durch richtig schönen Umweg jetzt. Aber wir haben den Weg gefunden. Das sieht ja cool aus hier. Mega. So, die Gegend, wenn man jetzt so guckt. Ist schon cool. Ich stehe ja sowieso ein bisschen auf Berge. Oh, jetzt bin ich aber... Vielleicht kommen wir da automatisch hin. Ja, ich glaube, wir kommen da automatisch hin. Sehr schön, dann können wir gleich noch eine Reitstrecke machen. Ich wusste ja, irgendwas kommt immer dazwischen. Es ist immer so. Jedes Mal. Und ich glaube, in Vailedale, habt ihr ja auch schon gesagt, sind die Strecken echt kurvig und kompliziert. Nichts für mich, aber wir versuchen es trotzdem. Gibt es hier sonst noch? Oh, da gibt es einen Shop. Na, aber hallo, junge Dame. Bist du hier, um die Reitstrecke zu benutzen? Endlich fühle ich mich mal nützlich hier. Haha. Und los, reite vorsichtig, Junge. Ich möchte hier Blut um Boden kratzen. Was? Ich möchte nicht hinterher dein Blut vom Boden kratzen müssen. Ich mache nur Witze. Viel Spaß. Boah. Ich hoffe, so gefährlich ist sie nicht, die Strecke. Wie der Fahrt heißt, renn wie der Wind, Rockstar. Cool. Gut, schauen wir mal. Machen wir auch ein bisschen langsam, denn natürlich, ne, das erste Mal Rennstrecke, das dauert ja immer ein bisschen. Bei mir. So, ganz gemächlich. Ist auch cool, wenn jemand vorreitet, aber die ist viel zu schnell. Die verlieren wir ja komplett aus den Augen. Komm, Rocky, wir müssen ein bisschen langsamer machen. Ich muss mich erst daran gewöhnen, an diese Strecke. Oh, ich glaube, die geht einmal um See rum, kann das sein? Das wäre natürlich cool. Oh, hier sind aber... Oh, das war nicht ganz so gut. Hier sind aber echt viele Schanzen. Viele, ja, alles volle Hindernisse. Aber das Coole ist, da lernt man dann ja auch wieder das Springen, was man sonst nicht so hat. Ja, Rocky kann's. Wenn ich zum richtigen Moment die Leertaste drücke. Bis jetzt ist es ganz gut. Noch kann ich mich damit anfreunden. Kann hier so eine kleine Abkürzung nehmen. Boah, gerade noch... Oh. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig, wir schaffen das. Ich glaube, ich sollte auch beim Rennen nicht immer so viel quatschen. Da muss ich mich einfach ein bisschen dran gewöhnen, beim Laufen nicht so viel zu reden. Da dürft ihr mich dann gerne anfeuern. So... Hier geht's lang. Ja, das Tempo ist ganz okay. Aber es liegt auch daran, dass Rocky heute nicht so schnell ist, weil ich die Stallhilfe ja noch nicht organisiert habe. Das mache ich erst nach dem Pferdekaufen, damit Rocky dann wieder happy wird. Und Apple wird dann wahrscheinlich auch wieder happy. Dem ist jetzt bestimmt auch nicht happy. Genauso wie Mooney. Mooney wird wahrscheinlich auch ein trauriges Pony geworden sein. Okay, hier ein bisschen langsamer. Aber nicht stehen bleiben, Rocky Line. Nicht stehen bleiben. Boah, mega Hindernis. Aua, aua, aua. Ach, das sah doch nach Beinbruch aus. Okay. Ich bin auch tatsächlich noch nie mit einem... richtigen Pferd, mit einem echten Pferd irgendwo gesprungen oder so. Das war immer nicht so meins. So weit bin ich auch damals gar nicht gekommen, als ich da tatsächlich im Reitverein war. Ich war daher eher der Bodengänger. Hey, nee, ist eine coole Strecke. Ja, durchaus. Ein-, zweimal gemacht und dann, denke ich, hat man das ganz gut drauf. Okay, super. Hat mir gefallen. Jetzt müssen wir uns aber gleich sputen, dass wir nach Firegrove kommen. Achso, jetzt... Hallo. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Rocky, komm, das schaffst du. Sehr schön.
Das sind mal 4 beeindruckende Pferdebeine. Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut du die Strecke geritten bist. Oh, danke schön. Jetzt gucken wir nochmal hier in den Shop. Ganz schnell. Na komm. Na komm. Ein bisschen noch. Ach, das ist nur zum Essen und so. Okay. Das haben wir alles noch. Okay, alles klar. Okay, supi. Mein Gott, haben wir da wieder viele Schlinge gesammelt. Dabei ist es ja gar nicht mal so lange her, dass wir alles komplett ausgegeben haben für die ganzen Sachen hier. Aber das geht wirklich schnell. Das hätte ich nicht gedacht. Wo ist denn jetzt der Ausgang hier? Muss ich gerade mal gucken. Da lang, da lang. Hier lang. Okay. So, ab nach Firegrove. Ich musste jetzt eigentlich schon einen Cut machen. Aber den Weg nach Firegrove, den gönne ich mir jetzt einfach nochmal. Den machen wir jetzt noch zusammen. Wobei ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Wir laufen mal wieder hier so querfeldein. Mal gucken, wo wir lang kommen. Das schauen wir einfach mal. Oh. Ja, oh, das habe ich mir gedacht gerade. Können wir hier irgendwo ganz einfach so runterreiten? Hier zum Beispiel. Ja, ja. Und dann müssten wir hier so lang. Oh, ich weiß nicht, ob das was wird hier auf den Bergen. Ich kenne den Weg hier auch überhaupt nicht. Und den Berg kenne ich auch nicht. Wir müssen erstmal ein wenig runterkommen. Aber schön hier. Wirklich schöne Gegend. Komm, ja, ganz ruhig. Oh, ja. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen das. Schritt für Schritt, Rocky Line. Schritt für Schritt. Keine Angst. Nur keine Angst. Das wird schon. Und wenn wir jetzt noch einmal komplett drehen, hier so in die Richtung. Nee, dann kommen wir auch nicht dahin. Aber dann kommen wir zumindest wieder auf den normalen Weg. Und ich eigentlich... Ja, schade, dass da der Berg ist. Da kommen wir natürlich nicht so richtig lang. Aber hier scheint irgendeine Rennstrecke zu sein. Oder einfach nur irgendeine Reitstrecke. Das kann also eine ganz normale... Oh, das habe ich jetzt gar nicht richtig wahrgenommen, dass da sowas lag. Da unten ist doch der ganz normale Weg. Gut, dann reiten wir den ganz normalen Weg. Nee, ich müsste auch gar nicht hier hin. Was rede ich denn da? Nee, war schon richtig mein Gedanke. Ich wollte ja in die Richtung. Okay, gehen wir erstmal auf den Weg wieder, würde ich sagen. Und dann reiten wir einfach den normalen Weg entlang. Vielleicht kommt ja nochmal sowas Querfeldeinmäßiges. So hier so lang oder so. Wie jetzt zum Beispiel. Oh, wieso klebst du da fest? Du solltest doch daran ganz gemächlich vorbeireiten. Mein kleiner, süßer Rockstar. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Guck mal, hier ist schon Firegrove. Zumindest der Bereich von Firegrove. Aber es ist noch ein ganzes Stück bis dahin. So, oh komm, wir müssen es noch schaffen dahin. Das wäre echt schade, wenn wir es jetzt nicht mehr hinschaffen. Weil ich wollte wirklich in der nächsten Folge direkt dort anfangen, damit wir richtig schön Zeit haben, uns ein Pferd auszusuchen. Da müssen wir noch den Namen aussuchen. Und das sind immer so Sachen, worauf ich mich echt freue. Ich habe ja auch schon gehört, einige von euch haben ja so 10, 20 Pferde. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Aber bestimmt cool, denn deswegen ist was los in den Ställen. Bei mir sind die Plätze ja noch recht frei. Aber langsam, wie ihr seht, füllt sich auch das. Oh, Firegrove, wir kommen. Yay. Ach, wie schön. Guten Tag, Mädels. Wie geht's denn so? Hi. Keine Antwort bekommen? Hm. So, gibt's hier noch eine Abkürzung? Hier zum Beispiel lang? Oh, nee, ich weiß. Ich glaube, ich darf hier keine Abkürzung versuchen. Hallo? Ich glaube, das hatte ich schon mal hier mit den Abkürzungen. Hier, Abkürzung, blöd. Weil ich nämlich nach oben muss. Und eine richtige Abkürzung nach oben gibt es gar nicht. Aber da dürft ihr mich natürlich auch wieder eines Besseren...
Schon wieder total ja, verhaspelt hier. Verbesserung. Eines Besseren belehren, wollte ich sagen. Und mir sagen, ob es tatsächlich vielleicht doch eine Abkürzung hier nach Firegrove gibt. Denn abkürzungsmäßig, wie ihr wisst, bin ich immer nicht ganz so... So, jetzt sind wir aber schon da. Cool. So, meine Lieben. Wir sind gegen die Wand in Firegrove geritten. Und festgeklebt. Und nochmal gegen die andere Wand. Das fängt ja schon mal gut an. Und gegen den Mast sind wir auch nochmal geritten. Damit haben wir alle Wände durch hier in Firegrove. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier sind wir schon mal richtig. Ich stelle mich schon mal hier hin. In der nächsten Folge gibt es ein neues Pferd. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Also, bis später und auf Wiedersehen.